Hallo zusammen, ich habe hier einen Transcooler. Das ist ein Transportkühler, den ich hinten in Fahrzeuge reinstellen kann. Aber es geht heute nicht um den Transportkühler, der ist jetzt gebraucht. Den haben wir zurückgenommen gegen einen größeren. Und der wäre zu haben, da könnt ihr mich anfragen. Ich habe auch hier den Katalog dazu. Den verlinke ich euch unten drin. Der ist von 2020. Das ist momentan aktueller Stand. Wir haben Probleme mit den Preisen, mit den Zulieferern und so weiter. Wir werden die Preise anheben oder sind jetzt schon dran, weil im Winter ist bei Transportkühler nicht viel los. Es wird auch eine Produktebereinigung geben, weil wir kriegen gewisse Gehäuse nicht mehr. Das heißt, die Produkte fallen aus dem Programm. Da hat es also nur noch, solange wir am Lager haben. Also da gibt es nächstes Jahr oder diesen Winter auf nächstes Jahr eine Korrektur. Den neuen Katalog, den findet ihr sicher auf der Homepage, wenn es dann soweit ist. Aber das wird wahrscheinlich Frühling, bis wir das alles aufgearbeitet haben. Und dieser Transcooler, das ist wirklich die Alternative zum Kühlfahrzeug, um kleine Mengen zu transportieren. Wir haben hier nur 500 Liter Inhalt. Das ist relativ wenig für ein Kühlfahrzeug, aber trotzdem, wir liegen hier bei 5000 Euro Franken. Für das kriege ich kein Kühlfahrzeug. Ich kann es flexibel rausnehmen, ich kann es flexibel reinheben, also reinheben. Das Ding hat trotzdem 100 Kilo, aber in die Richtung geht's. Die Neuheiten kommen betreffend diesen Transcooler und wenn ihr diese Größe sucht, das ist der Transcooler 820. Ein paar Schrammen hat er. Er kriegt ein neues Kühlaggregat, weil den Kunden haben wir aus Preisgründen das alte Kühlaggregat in den neuen größeren Transcooler eingebaut. Fragt an produktion@wemo.ch, ob das Teil noch verfügbar ist. Oder schaut unten im Beschrieb, da gibt es mehr Informationen dazu. Ich wünsche euch einen schönen Tag.